Welt verstehen. Das Coronavirus hat vielen Menschen Verluste und Leid, Arbeitslosigkeit und Einsamkeit gebracht. Für viele ist die Krise auch Anlass, sich und ihre Lebensumstände zu verändern. Willkommen zu Alpha Demokratie weltweit. Not macht erfinderisch, lautet ein altes Sprichwort. Das gilt auch für Corona-Not. Zum Beispiel für die Menschen im sonst oft überlaufenden Urlaubsparadies Bali. Auch auf Bali hat die Pandemie die Tourismusbranche hart getroffen. Viele Inselbewohner, die sonst vom Tourismus leben, müssen sich umorientieren. Nur wenige Ausländer haben es geschafft, trotz oder wegen der Pandemie zu bleiben. Meist länger als geplant getroffen als viele andere asiatische Staaten. Aber der eingebrochene Tourismus macht dem Land schwer zu schaffen. Restaurants kämpfen um die verbliebenen, meist einheimischen Gäste und das oft mit ungewöhnlichen Ideen. Ein edles Menü für 6 Gäste, zubereitet und serviert im Haus eines Spitzenkochs. Private Dining ist in Thailand zwar nicht neu, wegen Corona jetzt aber voll im Trend. Jedes Schaumhäubchen muss sitzen bei Starkoch Art. Jakobsmuscheln, australisches Rinderfilet und Trüffel-Eiscreme wird er heute seinen nur 6 Gästen kredenzen. Denn Art kocht bei sich zu Hause. Vor 6 Jahren fing er als einer der ersten in Bangkok an, privates Dinieren in den eigenen 4 Wänden anzubieten. Seit der Pandemie kocht der Trend jetzt richtig hoch. Und Art nutzte den Lockdown im Frühjahr, um anzubauen. Wir haben jetzt 3 verschiedene Bereiche, das Esszimmer, das Wohnzimmer und die Küche, sodass die Kunden mehr Optionen haben. Sie können entweder beim Kochen zuschauen oder, wenn es eine Familie ist, mit den Kindern im Wohnzimmer spielen oder ein Dinner mit Weinprobe genießen. Ein Mitarbeiter misst Fieber und desinfiziert, bevor die Gäste das Haus betreten. Thailand hatte zuletzt wieder mehr Covid-Infektionen. Wer es sich leisten kann, geht da lieber auf Nummer sicher. Wie diese Geschäftsleute, die heute beim Meisterkoch einen Abschluss feiern. Wir fühlen uns hier sicherer als in einem Restaurant, denn wir kommen ja mit viel weniger Menschen in Kontakt. Hier kennt man sich. So ein Ort ist doch viel vertrauenswürdiger. Am anderen Ende der Stadt sucht Küchenchef Saint nach frischem Gemüse, Fisch und Schweinebauch für das 8-Gänge-Menü, das er heute in seiner Wohnung 4 Gästen servieren wird. Bis März hat der 27-Jährige in einem angesagten Restaurant gekocht. Mit dem Lockdown kam die Entlassung und nun brutzelt er mit einem Freund bei sich zu Hause. Keiner gibt mir jetzt mehr Anweisungen, aber wenn du nicht früh am Morgen aufstehst, dann scheiterst du. Als dein eigener Chef musst du sehr viel Selbstdisziplin haben. Saint und sein Kumpel Nat nennen sich Chef Next Door, also der Koch von nebenan. Wir mussten aus unserer Komfortzone raus, sagen die Jungunternehmer. Die Pandemie hat uns gezwungen, etwas zu wagen. Es war naheliegend, zu Hause für Gäste zu kochen, denn wir müssen hier keine extra Miete zahlen. Wir brauchten also kein Kapital. Und im Gegensatz zu einem Restaurant wissen wir schon vorher genau, für wie viele Personen wir einkaufen müssen und schmeißen daher so gut wie nichts weg. Das monatlich wechselnde feste Menü kostet umgerechnet 45 Euro. Das kann sich in Bangkok nicht jeder leisten. Doch die Nachfrage ist da, die Köche von nebenan schauen optimistisch nach vorn. Zurück bei Starkoch Art. Er schneidet jetzt die Trüffel für das Risotto. Wer bei ihm diniert, muss tief in die Geldbörse greifen. Umgerechnet 125 Euro kostet das Menü ohne Getränke. Aber das ist für seine Kunden kein Problem. Seit der Pandemie wollen meine Kunden noch mehr Privatsphäre. Viele verlangen, dass es keine anderen Gruppen gibt, wenn sie bei uns buchen, dass dann nur ihr Tisch bedient wird. Manchmal müssen die Gäste bis zu 3 Monate auf einen Termin warten.
In der Pandemie boomt das private Dinieren im Gourmet-Paradies Bangkok. Künstler sind seit Ausbruch der Pandemie in einer besonders schwierigen Lage. Opern, Theater und Kinos geschlossen, Kulturveranstaltungen und Festivals verschoben oder ganz abgesagt. Das heißt für viele auch kaum oder gar keine Einkünfte. Kreative Köpfe entwickeln aber immer neue Ideen, um trotz Corona Kulturerlebnisse möglich zu machen. In Brüssel zum Beispiel. Letzte große Premiere mit Publikum, die Tote Stadt. Eine Oper, düster romantisch, entstanden im Schatten der spanischen Grippe. Nach nur wenigen Vorstellungen erfolgt der zweite Lockdown in Belgien. Aber anders als viele große Kulturtempel der Welt, die ganz geschlossen wurden, ist Intendant Peter de Kaluwe von Anfang an entschlossen, dieses berühmte Haus am Laufen zu halten. Als Leiter eines Hauses wie La Monnaie muss man eigentlich dafür sorgen, dass die Leute beschäftigt bleiben. Ich glaube, eine der Sachen, die man unterschätzt, ist, dass Recht auf Arbeit ein Menschenrecht ist. Und ich glaube, wenn man dafür plädoyiert, dass die Schulen offen bleiben, dass man im Flüge fliegen kann, dass man im Züge fahren kann, dass die Leute sich treffen, auch in anderen Umständen, glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass wir unsere Arbeit weitersetzen können. Während die Opernaufführung mittlerweile auf den neu erschaffenen Kulturkanal Podium 19 umgezogen ist, arbeitete man überall in der Monnaie schon an den nächsten Produktionen und den besseren Zeiten. Viele sind froh, dass sie das Recht behalten haben, hier zu arbeiten. Oper ist eben sehr viel mehr als Handwerk. Man ist stolz, dass an der Monnaie immer noch alles hausgemacht ist. Ich sage mir, das muss hier alles klappen, weil sonst gibt es keine Perspektive mehr. Wir hoffen auf 1 bis 2 Produktionen dieses Jahr. Wir haben uns angepasst, haben Lösungen gesucht und wir können auch noch viel probieren. Kreativität geht uns ja glücklicherweise niemals aus. Natürlich fehlt das Publikum. Hörbar, atmosphärisch, der Applaus, der Glanz. Aber besonders eine Gruppe fehlt und nicht erst seit Corona. Politik, so der Intendant, glänzt an seinem Haus schon seit Jahren nur durch Abwesenheit. Das ist, was mich in Deutschland immer bewundere. Da sehe ich auch, dass eine Angela Merkel zu Bayreuther Festspiele geht oder zum Münchner Opernfestspiele oder zum Theater geht oder zum Konzerthaus geht. Ich habe noch nie einen wichtigen Politiker in Brüssel ins Theater oder in der Oper gehen sollen. Und Brüssel ist die Hauptstadt Europas. Gegen diese Gleichgültigkeit hat sich die Brüsseler Kunstszene vor der Oper im Protest versammelt. Tausende gehen derweil lieber im Ausverkauf shoppen. Anders als Geschäfte sind die Bühnen fürs Publikum geschlossen. Aber noch ist sie da, die Kultur. Auch wenn vor Gesang in geschlossenen Räumen immer wieder gewarnt wird, die Musiker der Oper üben weiter. Bedenken? Die Kulturhäuser, insbesondere Opern, sind Spezialisten darin, Publikum zu empfangen. Wir haben extrem strenge Maßnahmen für die Künstler, für das Personal und das Publikum. Für mich ist die größte Gefahr, keinen Zugang zur Kunst mehr zu haben. Kunst gehört genauso geübt, wie Sport trainiert werden muss. Es geht um Begabung und Leidenschaft. Aber die darstellende Kunst trifft da auf weniger Interesse und Verständnis als der Sport. Wenn Sie den Vergleich zu Sport machen, ja, das ist ganz einfach. Sport sind Events. Sport, Fußball ist Krieg. Es ist ganz einfach. Da wird einer muss gewinnen von jemand anders. Oper, Theater ist Harmonie. Und Harmonie ist nicht spannend genug für viele Leute. Dabei hat die Monnaie extra für den Lockdown eine halb filmische Oper herausgebracht über das Leben mit Corona. Is this the end? Ist dies das Ende? Ein Pop-Requiem um das Leiden junger Menschen in der Pandemie. Yeah.
In unseren täglichen Fernsehseifenopern suchen wir das vergeblich. Warum eigentlich? Was bleibt von Corona? Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich viel gelernt habe, auch über den Mensch. Ich habe viel gelernt über Solidarität oder Manko an Solidarität. Ich habe auch viel gelernt über, wie wichtig wir sind und wie unwichtig wir geschätzt werden. Und das ist natürlich etwas, wo man in die Zukunft was ändern muss. Viele Künstler geben sich Corona nicht geschlagen. Aber für manche ist es wirtschaftlich das Ende. Zur Bekämpfung der Pandemie werden immer wieder neue Ideen entwickelt. Auch in Lettland sind Corona-Tests ein wichtiges Element im Kampf gegen das Virus. In der Hauptstadt Riga hat ein Laborchef einen Testautomat. Inzwischen ist der Testautomat zugelassen und man kann sich rund um die Uhr einen Corona-Test aus dem Automaten ziehen. Auch einen Analyseroboter haben die Letten mittlerweile entwickelt, der völlig kontaktfrei Speichelproben auswertet. Das Coronavirus wurde offenbar über Fledermäuse auf den Menschen übertragen. Um auf mögliche künftige Pandemien vorbereitet zu sein, suchen brasilianische Forscher im Amazonasgebiet nach potenziellen Erregern. Auch hier ganz oben auf der Liste der Verdächtigen Fledermäuse. Eine Leidenschaft, Musik und Tanz. Sie sind Mariachis. Während der Pandemie haben sie die virtuelle Welt der Social Media erobert. Wegen der Corona-Pandemie können die Brüder nicht vor Publikum auftreten. Deshalb stellen die beiden ihre Tänze täglich ins Netz, mit großem Erfolg. Stirnband statt Sombrero. Das Handy ist stattler. So entsteht der nächste Internet-Hit. Hüftschwung, fliegende Füße, alles in traditioneller Kluft. Hier tanzen zwei Mariachi, Ikonen der mexikanischen Kultur, aber auf völlig neue Weise. Wir sind eine neue Generation von Mariachis, die etwas ästhetischer ist, ein bisschen entspannter, ein bisschen urbaner und vor allem etwas koketter mit den Frauen. Von Kindesbeinen an sind die Brüder Carlos und Jesus Gama Mariachi. Die Folklore-Sänger repräsentieren die mexikanische Tradition wie sonst niemand. Sie singen über Liebe und Sehnsucht. Von der Geburt bis zum Tod keine Feier ohne Mariachi. Der Mariachi ist die Seele Mexikos. Er repräsentiert Freude, unsere Musik, unsere Traditionen und vor allem die Liebe. Doch das Leben der Brüder stellt sich im Frühjahr auf den Kopf. Shakira, die kolumbianische Sängerin, fordert die Internetgemeinde heraus. Wer kann ihren Tanz vom Super Bowl nachmachen? Die Brüder nehmen die Herausforderung an. Shakira teilt den Clip begeistert. So habe sie Mariachis noch nie gesehen. Schlagartig, weltberühmt. Dann die Pandemie. Auftritte sind vorerst unmöglich. Wir sind doch für Feste gemacht, für das Zusammensein, um mit den Menschen zu singen, mit ihnen zu tanzen. Dass wir jetzt nicht vor Publikum auftreten können, ist, als ob wir völlig unseren Sinn verlieren. Doch tatenlos bleiben sie nicht, auch nicht traurig. Ab jetzt gibt es eben täglich moderne Tanzeinlagen im Internet. Auch wenn Sie Ihr Publikum nicht mehr sehen, wollen Sie sichtbar bleiben. Gerade jetzt die Menschen weiter unterhalten. Wir haben das große Privileg und die Möglichkeit, etwas Gutes zu geben. Freude zu verbreiten inmitten von so viel Traurigkeit und so vielen Sorgen. Wir sind froh, dass wir das machen können. Die ganze Familie macht mit. Der Vater, Chef der Mariachi-Dynastie, filmt. Die Mutter, professionelle Tänzerin, hilft bei der Choreografie. Das kann man verbessern. Carlos hat die Hände offen, du geschlossen. So steht in nur 30 Minuten die tägliche Choreografie.
Sie war immer hinter unserer Ausbildung her, hinter unserer Disziplin, dass wir die Sachen richtig machen und dass alles, was wir können, ein Wettkampfniveau erreicht. Gerade jetzt in Covid-Zeiten Freude verbreiten und wenn das in der ganzen Welt gelingt, umso besser. Bis sie wieder auftreten dürfen als ganz klassische Mariachi vor echtem Publikum. Vielleicht können Sie ja etwas von der Freude und dem Schwung der beiden Mariachi-Brüder auch für sich mitnehmen. Corona-Not kann eben erfinderisch machen. Damit sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Alpha Demokratie weltweit. Tag ein, Tag aus, nur bum, bum, bum. Der Vietnamkrieg. Ein Trauma für alle Beteiligten, auch noch 46 Jahre nach dem Krieg. Sie haben alle erschossen, egal wen. Grundlos, einfach erschossen. Ein walisischer Fotograf veränderte den Blick auf diesen Konflikt nachhaltig. Seine Bilder sind ein bedeutender Beitrag zur Wahrung der Menschlichkeit. So sehe ich das. Alpha Geschichte. The Man Who Shot Vietnam. Bilder für die Ewigkeit. Samstag um 20.15 Uhr hier in ARD Alpha. Wie kriegen wir das hin, dass die sozialen Medien wieder ein Ort werden, an dem wir diskutieren können? Corona zeigt auch in Deutschland den Riss, der durch die Gesellschaft geht. Wie scharf sollte die EU jetzt reagieren? Sexappeal bei Männern drückt sich aus durch Persönlichkeit und Charakter. Genau darüber sprechen wir heute. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 94 95 95 5. Das Tagesgespräch. Diskutieren Sie mit. Montags bis freitags ab 12.05 Uhr live im Radio Bayern 2 und hier in ARD Alpha. Die Welt verstehen.